Guter Plan. Ja, wir können uns gerade mal, ich nehmen wir diese Karte hier. Steuerung F. Du gerade, Nass, Rast, Nephidim ist nicht eingezeichnet. Aber, das ist euer Heldenpositionsmarker. Wo wollt ihr hinsegeln? Jetzt ist die Karte geladen, was? Also eine Kraftlinie, weiß ich, wie gut man sie sehen kann aus der Entfernung, wie viel Entfernung man braucht, um sie zu erkennen. Ja, so weit wie dann Oremis. Oder dann Stimmt. Oculus. Ich möchte Oculus ist unendlich weit. ich möchte Folgendes gerne in den Raum stellen. Und zwar, ich habe gutes Gedächtnis. Wir haben die Kraftlinienkarte schon einmal gesehen, beziehungsweise sogar mehrfach gesehen, als wir mit dem Herrn vom See unterwegs waren, der später Isaruns Angetrauter geworden ist. Und wir haben, beziehungsweise ich kenne mich durch Kraftlinienmagie 1 zumindest halbwegs Kraftlinien aus. Ja, dann kann ich dir sagen, in Chalvins Griff hast du nicht auf der Karte gesehen, auch den Nordwest-Südost-Linie, so wie sie mittlerweile genannt wird, aber du hast das Leidensband auf der Karte gesehen und das ging wohl von Zorgern nach Wahrung. Allerdings weißt du nicht, ob die gebogen war. Du weißt, dass sie durch Zorgern läuft und dass sie in Wahrung nicht endet, aber durch Wahrung durchläuft. Das war auf der Karte damals zu sehen. Es ging ja damals eher dann um die Al-Sul-Linie und die Amul-Chatra-Linie. Die waren dann eher verzeichnet. Also die Karte, die war nicht sehr hoch aufgelöst. Das war auch keine aventurienweite Karte. Ja, klar. Aber so die beilungnahen Karten. Du Ja, weißt genau. also, dass das Leidensband von Zorgan vielleicht über Beilung nach Wahrung läuft. Das weißt du. Wo die Nordwest-Südost-Linie läuft oder Chalvins Griff, weißt du nicht. Nun, also, das Leidensband. Wir wissen ja alle, wo das ist, nicht wahr? Ja. Nein. Natürlich nicht. Aber mir erleuchtet doch die anderen. Nun, es ist eine sehr große kontinentalübergreifende Kraftlinie, die in Nord-Süd-Richtung meines Wissens nach läuft. Das ist richtig. Aber es geht ja jetzt um dieses konkrete Gebiet hier. Nun ja, ihr genauer Breite ist unterschiedlich, je nachdem, welche Nexi sie kreuzt oder durch welche Nodizi sie läuft. Also, wir können auf jeden Fall festhalten, dass sie durch Zorgern läuft und auch durch Wahrung. Bin mir nicht sicher, ob auch Beilung betroffen ist. Da erinnere ich mich nicht mehr so gut daran. Aber durch diese beiden Städte auf jeden Fall. Das sind schon mal erste Anhaltspunkte. Kann tatsächlich aber nichts zu den anderen beiden Kraftlinien sagen. Nun, wir sind ein gutes Stück östlich von Zorgern. Heißt das, wir sollten an Janka vorbei, weiter in den Golf von Perikum hineinsegeln? Also gehen wir davon aus, dass der Thron sich auf einer Kreuzung befindet? Denn Zorgern Wahrung ist eine recht gerade Nord-Süd-Linie, oder nicht? Nun, die Oberhexe sagte, Chalvins Thron lag früher einmal auf einem Nexus, auf einem Kreuzungspunkt von dem Leidensband und Chalvins Griff. Wenn sich dieses Leidensband jetzt nun verschoben hat, Das ist richtig, was Abel mir sagt. Uns wurde aber auch gesagt von der Hexe, dass wir die Blumen noch Lilien sehen sollen. Dort, wo Chalvins Thron ist. wir könnten uns ein Hilfsmittel bauen. Seid ihr mit Blutblatt vertraut? Es wächst dort, wo Magie ist. Genau, es reagiert auf Magie. Dort, wenn wir eine Kraftlinie kreuzen, müsste die Pflanze reagieren auf diese, nun ja, Kraftlinie. Das wäre natürlich möglich. Wenn ihr meint, dass Kanizitianer sowas anbaut in seiner Kajüte, vielleicht können wir einen Topf davon an Deck stellen. Wir könnten ihn fragen. Es ist nur ein Vorschlag, wie gesagt. Falls ihr andere Ideen habt, gerne. Weiß man denn, wie das Treiben des Fernschänders das Gefüge der Linien erschüttert hat?
Ist das chaotisch oder haben sich alle in eine bestimmte Richtung verschoben? Man weiß nicht viel, was er getan hat genau und warum er die Kraft überhaupt verschoben hat, aber dass er es tat und nun ja, die Erforschung dieser neuen Kraftlinien ist noch nicht besonders weit fortgeschritten. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass sie sich irgendwann einmal gekreuzt haben, wenn wir einfach direkt nach Norden segeln und Ausschau nach einer Linie halten? Oder übersteigt das eure Kräfte? Wenn wir irgendeine Linie hätten, könnten wir ihr folgen. Können wir nicht auch die Strömungen als Anhaltspunkt nehmen? Ich meine, wir wissen, wo die gesamten toten Rissos angespült wurden. Wenn wir eine Karte oder einen Kundigen der Strömungen hätten, kennt sich der Kampfplan hier nicht mit den Strömungen aus? Es ist die blutige See. Ich denke, die Strömungen wechseln hier häufiger. Trotzdem, vielleicht haben wir zumindest ein wenig einige Aufzeichnungen von der Nacht, als wir vor Elborum lagen. Ich denke, es wird nicht schaden, Aviander und Hasswulf zu fragen. Vielleicht könnten wir die Strömungen zusammen mit der unserer rekonstruierten Kraftlinienkarte etwas triangulieren. Das klingt vernünftig. Wäre dann eine Aufgabe für Aviander. Kann sich sicherlich am besten mit Karten und so auskennen. Dann lasst uns doch Aviander und den Kaplan zusammenholen, eine Offiziersbesprechung veranlassen und eine große Karte vom Golf von Pericom auf den Tisch legen. Und auch der Kaplan soll dabei sein für die Strömung. Ja, das hat er gerade gesagt. Hi. Oh, verzeiht. Nicht zu entschuldigen, Kapitän. Nun, soll der 1 Uhr die Sitzung veranlassen oder macht ihr das? Nein. Schiffsjunge! Ja? Holt den Kaplan und die Avis-Geweihte. Die Navigatoren. Soll ich wieder eure Kajüte sauber machen? Nein, holt den Kaplan und die Navigatoren zu einer Besprechung. Erste die Navigatoren? Aviander. Ist die Geweihte, oder? Exakt. Okay. 10 Minuten später sitzt ihr zur Offiziersbesprechung in der Kajüte von Abelmir. Anwesend Hasswolf Ingrid schon, Fischerin Mirjam und die Lotsin Saphira. Aviander, noch irgendjemand? Nee. Vielleicht die Erzmager vielleicht noch dazu holen. Mensch, was ein guter Vorschlag. Wie kannst du die nur vergessen? Was ein guter Vorschlag. Ich habe darauf gewartet. Schön, dass du nichts sagst. Dich denn gar nicht, dass du sie beinahe vergessen hättest? Den Tipp wollte ich nämlich nicht geben, aber okay. Und wie wäre es mit Nietzsche, wenn die irgendwas mit diesen Perlen zu tun hatte? Ja, schaden kann es nicht, oder? Stimmt, ja. Ja, du bist ja auch ignoriert. Alles klar. Dann noch die Probrezeptoren aus Pericom. Die Offizierskajüte ist rappeldickel voll. Es ist nur noch Platz für eine Katze, die Zulamin wahrscheinlich wieder auf dem Bett von Abelmir gelassen hat und das Ganze wieder voll hart. Und zwar Felixidios ist anwesend. Also gut, Abenteuer. Wo geht's hin? Nun, wir müssen einen Ort finden. Dazu benötigen wir eure Kenntnis der Strömung. Nickt mal dem Kaplan zu. Eure geografischen Fertigkeiten. Ich nick mal der Avis-Geweihten zu. Euer Wissen um Kraftlinien zur Erzmager. Um diesen Ort zu finden. Und dieser Ort hat etwas mit dem zu tun, was sich lange in eurem Besitz befunden hat, Probrezeptoren. Gewisse Perlen, die Tränen. Die Tränen von Chalvin? Richtig, wir suchen Chalvins Thron. Ein hehres Ziel. Ja, bisher noch nicht viele Leute, meines Wissens sogar gar keiner entdeckt.
Naja, also ich bin der Auserwählte, wurde mir gesagt. Ich muss sie weiter schlafen lassen. Nun, eine untergegangene Stadt in einem Meer zu finden, aber ja. Ich dachte, es ist ein Berg. Nun, von einer Stadt hören wir zum ersten Mal. Es ist eine Stadt, eine Stadt, die um den Thron herum entstanden ist. So sagen zumindest die Aufzeichnungen der Filiasson-Sage. Oh, es wird ja immer besser. Eine Stadt der Samura? So heißt wohl das auserwählte Volk, ja. Ich glaube, die Samura könnte man am ehesten mit den heutigen Treuzackern gleichsetzen. Zumindest erinnern sie mich in den Bruchstücken, die wir über sie haben, an die Wesen. Also sie sind schon humanoid, sie sind menschenähnlich, allerdings riesig. Vielleicht so groß wie Raphim hier. Das klingt ja sehr sympathisch. Ja, dann sollten wir vielleicht einen unserer Trollzacker mit auf diese Expedition nehmen. Nun, ich glaube nicht, dass die noch leben. Das alles geschah wohl meines Wissens im 9. Zeitalter. Damals im Drachenkrieg. Was den Zwergen bekannt ist. Ja. Ich spreche den Namen aus Höflichkeit einfach mal nicht aus, aber wir alle wissen, glaube ich, von wem wir reden. Ja. Sie guckt aber rüber mal zu Diamantes. Voltax spricht, seitdem wir unterwegs sind, immer wieder von ihm. Gut. Ja, also, wie können wir helfen? Ja, was ist denn jetzt der Plan? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Nun, wir wissen, dass eine Kraftlinie Scheibens Griff von diesem Berg ausgeht, von Scheibens Thron. Sie soll früher die Kraftlinie des Leidensbandes gekreuzt haben. Wir wissen, dass dieses Leidensband durch Sphärenschänder verschoben wurde. Wir kennen in etwa die Lage des vorherigen Leidensbandes. Wir wissen um die Strömung und die angeschwemmten Kadaver der Fischmenschen. Und wir hoffen, dass wir mit Hilfe einer Triangulierung ein Gebiet eingrenzen können, in dem wir Scheibens Thron vermuten. Ja, also die Strömungen laufen unterirdisch auch eine ganze Menge. Gerade wenn dann unterirdisch Wasser Krieg gefochten wird. Die kann man dann nicht an der Oberfläche finden. Von der Idee muss ich euch abspenstig machen, aber wenn wir diesen Ort gefunden haben, dann können die Strömungen das auf alle Fälle verifizieren. Das geht schon, Abenteuer. Und das wird uns nicht viel helfen, denn wir müssen den Ort erstmal finden. Dann müssen wir uns wohl auf diese Kraftlinien verlassen oder mit ihnen arbeiten. Habt ihr schon etwas von einer Kraftlinie namens Chalvins Griff gehört? Nein, nie. Das Leidensband ist mir sehr wohl ein Begriff. Zorgern, Beilung und Wahrung würden hier gekreuzt. Damit würden wir irgendwo im Golf von Perikum bei den Effertstränen rauskommen. Vielleicht sogar bei den Trollzacken. Aber ein Chalvins Griff sagt mir nichts. Ich überlege gerade, was es an weiteren Kraftlinien in der Nähe gibt. Und wenn ich sage in der Nähe, dann meine ich viele, viele Meilen. In Elborum liegt noch der Spiegelpfad. Und im Norden von hier, das ist dann die Linie Wahrung-Mendena. Das ist der Knochenpfad. Weitere parallel oder orthogonal laufende Linien wären mir nicht bekannt. Über Maraskan läuft noch der Drachenblick. Aber das ist zu weit. Also das klingt nicht richtig. Ich habe eine Idee. Ich muss mit Xenos sprechen. Dann können wir die Linie bestimmt finden. Wie wollt ihr immer Xenos sprechen? Ja. Ich reise zum Schlund. So viel Zeit haben wir nicht. Dann müssen wir auf andere Art und Weise diese Linie finden. Also, ich weiß noch, dass es eine Nordwest-Südost-Linie gibt, aber... Wo ist die denn? Da müssten wir uns eigentlich gerade direkt drauf befinden. Oh, ist gut.
Aber ein Schallwindsgriff sagt mir nichts. Vielleicht ist es nur eine hexische Bezeichnung für dieses Band, für diese Linie. Und das kann natürlich sein. Du meinst für die Nordwest-Südost-Linie? Ja. Exakt. Die ja auch thematisiert wurde. Hm. Kreuz wurde thematisiert? Aber warum sagt ihr das nicht denn sofort? Weil wir uns bisher auf Chalvins Griff fokussiert hatten. Es ist keine starke Linie, aber sie existiert. Beides diese sich Linie denn mit dem. Entschuldigt, Diamantis, bitte. Na, ich versuche das Ganze irgendwie in meinem Kopf aufzuarbeiten, aber das ist ziemlich hoch. So viel verstehe ich nicht von Magie, aber die kreuzt diese Süd-West-Linie. Die zwischen, wo sagtet ihr, Zorgan und Warung? Das Leidensband, ja. Das Leidensband, genau. Sie liegen relativ orthogonal zueinander, möchte ich meinen. Das heißt, sie kreuzen sich in einem rechten Winkel, korrekt, 90 Grad. Wo wäre dieser Punkt auf dieser Karte hier? Tja, sie überlegt kurz, schaut auf die Karte und deutet dann mit dem Finger irgendwo ein Gebiet an zwischen Effertren und Ildarash-Kibor. Das ist ein relativ großes Gebiet, genauer lässt sich das wohl leider nicht abstecken, aber vielleicht können wir mit weiteren Hinweisen arbeiten. Voltax, ihr seid ja in Geode, ja? Ja, das ist richtig. Es gibt einen Zauber, beziehungsweise eher ein Ritual, das man durchaus führen kann, aber... Darauf sprach ich an. Ich hatte es bisher nie für nötig befunden, dieses Ritual zu lernen. Deshalb meinte ich auch, dass ich gerne mit Xenos sprechen würde. Er könnte mir bestimmt zeigen, wie es geht. Aber dafür ist jetzt keine Zeit und hier ist leider kein anderer Geode, der dieses Ritual beherrscht. Ich beherrsche selbstverständlich den Oculus Astralis, aber auch die Reichweite ist begrenzt. Und wenn wir dieses Gebiet abfahren, wird das wohl einige Zeit dauern, aber es ist möglich. Was haltet ihr von dem Einsatz von Blutblatt als Indikator für Magie? Interessant. Wenn die Linien allerdings nicht auf der Wasseroberfläche laufen, sondern etwas darüber oder etwas darunter, deswegen werden Magiertürme übrigens in die Höhe gebaut, damit sie dann ideal über die Kraftlinien laufen, dann kann es tatsächlich sein, dass das Blutblatt zu spät anschlägt. Oder gar nicht. Wir könnten es im Ausguck platzieren und dem Matrosen, der dort oben Ausguck hält, beauftragen, die Pflanze im Blick zu behalten. Wenn wir denn überhaupt welches haben. Mirja meldet sich. Verzeiht, Kapitän. Ja. Wir könnten einen Gotongi rufen. Was? Nein, das könnten wir nicht. Doch? Nein. Doch, sie sind nicht ideal dafür benutzbar. Wir werden uns auf diesem Schiff keiner Dämonologie bedienen, meint der Captain damit. Okay, dann nicht. Aber der Gedanke, Voltax, ja. Sprich doch immer von deinen Elementaren. Hast du nicht irgendwas im Ärmel? Ja, ich kann gerne einen Elementar rufen. Kann der uns auch helfen? Völlig. Aber... wollen wir das wirklich... Natürlich nicht, nein. Ich dachte nur gerade daran. Ich kann Gotongi einfach so aus dem Ärmel schütteln, wenn wir wollen. Wir beschwören auf diesem Schiff keine Gotongi. Also ich kann gerne einen elementaren Diener des Wassers rufen, der uns Auskunft gibt. Wäre ein Djinn nicht eine bessere Wahl? Ich kann auch einen Djinn rufen, aber das ist anstrengend. Aber ein. Ja, ist die Tür die Tür stockt gegen den Stuhl von Hasswolf. Verzeih, Kapitän, kann ich ein Tagebuch haben? Nicht jetzt, Kalacetiana. Nicht jetzt. Oh, schade. Zurück zum Thema. Also ich kann gerne einen Djinn rufen, Kapitän, wenn ihr das möchtet. Nun, ihr wäre eine bessere Wahl als ein Dämon. Na, selbstverständlich. Aber ich denke. Dafür benötigen wir maximal einen elementaren Diener. Einen Djinn damit zu belästigen. Eine Kraftlinie zu finden?
Oh, das kriegt ein elementarer Diener ohne Probleme hin. Nun gut. Dann fangt an. Natürlich. Jo. Wollen wir nicht erst einmal sicher, ins Zielgebiet fahren? Ich wollte gerade sagen, seid ihr euch sicher, dass das jetzt erforderlich ist? Vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Und wenn doch, ist er schon einmal näher dran. Sagt Navigatorin, wie lange brauchen wir? Zeig mal auf die Effortstränen. In dieses dorthin. Gebiet? Nun, von hier aus würde ich sagen, 11 Stunden. Das sind nicht ganz 200 Meilen. Von Elborum hätte ich gesagt 17 Stunden. Jetzt haben wir schon 6, 7 Stunden gemacht. Sagen wir 10 Stunden. Aber das Gebiet ist groß. Dann werde ich mich jetzt noch einmal ausruhen. Ich möchte ja bei Kräften sein. Dann gut. Ja, dann werden wir in 3 Schichtdurchgängen da. Dann morgen gut, also in 12 Stunden. Blasen. Ich mache mich schon mal an das Zirkulieren. Ich setze mich an die Karten. Bis später. Ist das schon etwas? Vorschläge? Einwände? Gut. Dann wende ich hier die Sitzung hiermit. Abenteuer. Effort Sterns bei. Großes Stühlerücken beginnt. Und die anderen Offiziere verlassen deine Kajüte. Oh, dass Jalan einmal vorschlägt, dass ich ein Elementar rufen soll, dass ich das noch erlebe. Ha. Titan sind wahrhaftig verzweifelt, ey. Dieser Elementar kann dann das Wasser nach den Thronen durchsuchen oder sucht er nach dieser Linie? Nein, ich bitte ihn, uns Auskunft zu geben, wo diese Linie bzw. der Schnittpunkt dieser beiden Linien ist. Sind wir jetzt auch Offiziere? Nein. Sollen wir rausgehen? Ja. Okay, ciao. Zieht euch etwas an? Nein. Zieh du dir etwas aus? Hexen. Ich erinnere euch daran, dass ihr zur Mannschaft gehört und euch entsprechend zu verhalten habt. Ja, Miriam ist schon rausgegangen und durch die offene Tür könnt ihr die sehen, war nicht wie... Ohne ich stehe ja nicht in der Liste, aber Hasbro wird gleich seinen Spaß haben. Ja, Hasbro ist ja schon rausgegangen. Ihr könnt sehen, durch die offene Tür, Miriam lässt sich wohl gerade von einem der Dukatengardisten eine Zigarre in den Mund schieben. Naja, immerhin finden sie schnell Freunde. Die Mannschaft hat einen Grund, sich zu freuen. Die bringen Unruhe. Die Mannschaft hat immer Grund, sich zu freuen. Schließlich verrichten sie tagtägliches Werk der Götter. Naja. Aber deswegen haben die Götter ihnen auch 2 nackte Frauen aufs Schiff geschickt. Wenigstens hat sie aufgehört, sich so passiv-aggressiv zu verhalten. Das war anstrengend. Ja, das ist mein guter Einfluss. Bestimmt, Rafim. Ja, Rafim und ich haben das Ding sauber geschaukelt. Werd hier noch zu einem, so einem Kundler fürs Nachdenken. Wie heißt das nochmal? Genau. Ihr seid ja schon geweihter Rafim. Und jetzt macht ihr auch noch eure Sache in Seelenheilkunde. Ja, sehr genau. Gut. Sehr ja. Gut. Mir ist auch nicht entgangen, dass ihr Diamantas gesagt habt, er soll nicht zum Blutrünstig sein. Ja, dafür habt ihr mich. Diamantas. Dafür bin ich da. Genau, wo kämen wir denn dahin? Diamantas, ihr müsst. Bin ich blutrünstig. Müsst Schiffe reparieren, Leute mit Bolzen erschießen. Auch wichtig. Ja, das war ein schöner Jahre.